Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir ja hier dies und das gemacht, so ein paar Karten gefunden, so ein paar Skills angeguckt und so, und jetzt kommt wieder totale Action. Ja, ich bin hier im Kolosseum, ich habe nichts anderes gefunden, was wir machen können, deswegen machen wir jetzt das hier. Ja, ich habe schon mal hier Folgendes als mal eingestellt. Was ich also in meinen Elfmixer reinpacken will, den könnte ich auch mal aufladen eigentlich. So, ich habe nur diese Sachen gemacht, die Erfahrungspunkte geben, weil anderes bin ich jetzt, brauchen wir nicht. Buch der Sättigung für zwei Dingens, Gerichte, maximale Dingens, Kapazität kann erhöht werden und Bonusgehalt, sonst brauche ich nichts. Ich weiß noch nicht mal, ob wir jetzt eine Chance haben hier auf den nächsten Schwierigkeitsgrad. Lass mich mal kurz die Strategie gucken, da habe ich glaube ich nicht nachgeguckt, so gut wie tot, so gut wie tot. Ja, dann lass mich noch mal kurz hier. Elfmütze aufladen, weil man weiß ja nie. Ja, Items bekommen wir ja vorgeschrieben, das bringt also nichts. Dann, was wollte ich noch gucken? Items ist irgendwie entscheidender, was wir hier alles bekommen. Ich tue mal so auf KP machen. Weil warum nicht? Anders wüsste ich jetzt nicht so. Ja, guck ich meine KP jetzt an. Sehr schön, Ausrüstung, mein Gott. Fällt mal wieder was ein. Ja, alles so die Sachen, die Tempo geben. So, und dann gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen im Kolosseum. Ja, der ist hier Lift zur Spitze, hat er höher defekt. Tut mir leid, aber im Moment können wir keine Herausforderung auf die Hader-Höhe annehmen. Wenn jemand den Lift reparieren könnte. Huhuhu, ich repariere ihn, nehmt mich. Zack, boom, crash. Und schon ist der Lift wieder repariert. Alles klar, er läuft wieder. Vielen, vielen Dank. Es war sehr günstig, von euch zu helfen. Ach, das war ein Kinderspiel. Es war wohl alte amerikanische Technologie, also wirklich kein Problem. So. Das Meisterklassenturnier, in dem ihr auf jeder fünften Etage eure Gruppenmitglieder wechselt. Na klar, warum nicht? Wen nehmen wir als erstes teil? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, erstmal mit Cherry, ja? Keine Objekte, willst du mich auf den Arm nehmen? Wir machen, die Gegner werden oben immer stärker, deswegen nehmen wir erstmal die Schwächeren als erstes und die Schwächste, die ich kenne, ist Cheria, leider. Der Turm heißt alle Teilnehmer willkommen. Wer fällt, an dem wird sich niemand erinnern. Wer davon rennt, für den gibt es nichts als Hohn. Aus welchem Holz sind die Kämpfer, die hier heute vor uns stehen? Die Herausforderung, den Turm zu erobern, beginnt. Vernichtet all, die sich euch in den Weg stellen. Auf eure Plätze, fertig, los! So. 21, das geht. Sehen wir was von jedem Charakter hier. Ich habe ja sowieso die meiste Zeit der Steuern wegen dem verdammten Attributtitel, welchen sie einfach nicht haben will, wie es mir scheint. Ah. Aber naja, aber Malik hat irgendwie seinen eher bekommen, obwohl ich ihn gar nicht gesteuert habe. Was zum Teufel? Warte auf, der wird sich hier klonen. So, ich gehe ganz bestimmt kein Risiko ein. Den immer schön schnell erledigen. Aber ich glaube, einige Gegner sind immer hier, die richtig übel sind. So, du bist eine... Ich hätte vielleicht früher machen sollen, weil die Attributziegel können hier, glaube ich, ein bisschen besser gefahren werden. Oh Gott, der war voll stark. Welcher Level bist du? 165! Na, wenn das... Das ist ja nichts. So, erstmal du hier. Ja, gut ist... Ihre... A-Attacke, ihre letzte, hat eine Wahrscheinlichkeit, den Gegner sofort zu töten. Das war nicht, ob das hier... auch der Fall sein wird, aber naja. Oh nein, das war knapp. So, dann zack! Wir machen gar kein Risiko ein. Wutsch! Na ja, toll, das hat nicht so viel gebracht. Das auch nicht. Ich glaube, der Gegner war richtig gefährlich. Der schon mal Level 165, hallo. Kann ja nur gefährlich sein. So, und wenn ich mich nicht irre, dann taucht der Gegner irgendwann nicht mehr auf. Deswegen haben wir die erstmal ganz schnell kaputt.
Oh, das Ganze sehr gut. Und gefrieren. Ja, genau deswegen. Oder war es so, dass die Gegner schwächer werden mit der Zeit? Ich weiß auch gar nicht. Ja, ich möchte das gerne noch mal machen, bitte. Ja, das wird spannend. Mein Gott, die ganzen Gegner hier waren nur Kanonenfutter und dann kommt hier so ein Übermächtiger, der uns mit einem Schlag weghaut. So was ein typisch immer. Mein Gott, die sind eigentlich nur dafür da, um damit man es SK bekommt. Boah, das ist Verreck, bitte. Gerade wo gar kein Gegner mehr da war von den anderen, ne? Da musste ausgerechnet uns treffen. Da müssen wir nur auf Abstand gehen. Boah, ist gut. Na komm näher, verdammt. Ja, was sollte ich auf niedrigen Schwierigkeitsgrad machen, wenn ich jetzt mit Dinger kommen möchte? Weil ich glaube, wir bekommen man nicht viel einfach. Ich kann meine Zeit verschwenden. So, warum jetzt? Das gibt uns mehr Punk. Oder? So. Okay. Zack! Und zieht das viel? Ja, hat 4 abgezogen. Ja, ich möchte nicht, dass ihr mir auf den Nerv geht. Ja, es ging hier anfällig. Ich achte auf sowas in letzter Zeit. Ja, so, und jetzt volle Möhre drauf. Aber wenn der leicht ist, dann kommt auch nichts mehr Schlimmes hier. Sehr anfällig gegen Arzt, okay. Warte mal, wie ist deine Dingsverteidigung? Okay, schon ein bisschen höher. Mein Gott, du. Ich möchte nicht zu nah an den einen heran, danke. Ah, geh weg. Das ist mir alles zu riskant, ey. Oh Mann. Okay, das war, glaube ich, besser. Oder auch nicht, glaube ich nicht. Okay, doch. Was hat sich jemand? Sie wirft ihren Finger in die Luft, aber sie werden nicht als Angriff erkannt, weil sie dadurch abgebrochen wurde. Bin ich voll sinnlos. Sie wirft sie auch schon in der Luft. Wenn man das einige Male macht, um die Attributdinger zu bekommen, dann regt einer das auf. Oh Mann. Oh Mann. Muss dieses Kleinviech unbedingt sein? Welche Level bist du? Kann ich gar nicht nachgucken. Ich hatte so weit jetzt viel hier. Weiß gar nicht mehr, was man hier am Ende bekommt. Bei Main Arc gibt es ja auch noch das Ding, diese Einzelklassen. Wie in Xillia auch, wo man nur einzeln kämpfen kann. Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, ob man dann dafür bekommt. Oh Mann. Was einmal den hier. Den hier. Mein Gott, da war knapp. Ich sah nicht so drauf an, schwer. Bams. Oh, du bist auch tot. Sehr gut. So ein. Ne, du bist nur gegen einen Morph. Ja, super. Oh Gott, geh weg.
Lass mich besser von gar keinen Angriff da treffen. Wird viel zu riskant. So. Voll Verschwendung, aber egal. Hauptsache, ich werde nicht getroffen. Oder Falk. Also, du bist, glaube ich, der Letzte, ne? Sehr schön. Oh mein. Hol ich die Erfahrungspunkte an. Ist das ein Zufall oder doch mehr? Der Herausforderer hat vorerst überlebt. Mitgliederwechsel. Weiß nicht. Malik. Ja. Das hat eine gute Idee ist. Verdammt, warum überspringe ich das alles? Sieg oder Heimreise erlegen oder erlegt werden. Wer hier in den nicht Europas Haupts rausgeht, krabbelt auf allen Vieren heraus. Macht euch bereit für die nächste Welt. Seid bereit? Los! Für den habe ich noch gar nicht sein Ding eingesetzt, glaube ich, ne? Seine Tempo. Ich habe übrigens keine Ahnung, was ich hier für Dinge auf ihn drauf habe. Warte mal. Attribut, Elsa, das wird jetzt erst bekommen, ne? So, du kriegst mal mehr KP. Oh Gott, geht mal alle weg. Oh Gott. Oh, was soll das denn? Was wollt ihr denn? Das ist doch gar nichts hier. So, einmal kurz das K bitte. Ich muss die ganze Zeit ausweichen, deswegen sind meine ganzen SK immer weg. Das ist voll blöd. So, das war, glaube ich, ein bisschen zu cool. Ich habe keine Ahnung, was wir machen, aber ich töte was. Ich warte nur, bis hier irgendwie der super starke Gegner wieder auftaucht. Kommt, glaube ich, noch. Ich glaube aber, die Gegner werden am Ende schwächer, aber ich bin mir nicht so sicher. Eine kriegen gute Erfahrungspunkte. Das möchte ich mal schon meinen. So, komm nur mal her. Let's begin. Ready for this? Celestial thundering, spreading light of cyclonic butchering. Psychotic butchering. Ich weiß, er sagt cyclonic, aber egal. Ja, so, du tust, glaube ich, richtig weh. Ne? Deswegen sollte ich mir lieber ein bisschen mehr auf Abstand gehen. Geh weg. Oh Gott. Wohl aus 9000 AP, hallo. Du bist nicht so gebrechlich wie Sharia. Oh Gott. Okay, das zieht viel ab. Ich weiß gar nicht, wie viel du abziehst bis jetzt, aber ich gehe lieber auf Abstand. Jetzt viel besser trainieren können, was sind wir eigentlich da draußen trainiert, ey. Mein Gott. Au, au, ja, au, das hat schon weh getan. Sind wir jetzt bei jedem Schlag wieder geheilt, oh mein Gott. Bei jedem besiegten Gegner und eigentlich durch alles werde ich geheilt, deswegen ist es auch nicht so schwer hier zu sterben im Spiel. Weil ich erstmal alles möglich hat. Da wird jetzt ein bisschen schneiden, Explosion. So wie das aussieht. Oh Gott, was bist du denn? Geh weg, geh weg. Eingeweihenparasit. Das ist anscheinend gegen E-Arzt. Ja, trotzdem mit E-Arzt an, hallo. Meine Dings voll ist, meine Tempoanzeige. Au, ja, der tut sehr weh. Oh Mann, meine SK. Nein. Das ging den Insekten an. Okay, das hat gut abgezogen. Ja,
Sehr schön. Und wir haben volle AP. Und ich wollte schon sagen, halt nicht viel aus. Nein. Aber wenn die ganze Zeit zaubern, wird das nervig. So wie jetzt. Also hört mal auf mit dem Mist. Oh Mann. Hört doch auf damit, Mann! Nicht witzig. Oh Mann, das ist nervig. Okay, wer ist schon am angeschlagen? Bitte. Oder? Mann, warum ausgerechnet der Angriff? Das ist am allernervigsten von allen. So, jetzt seid ihr alle dran. Na was? Das ist doch nicht vom Paket von. Na, da kommt noch mehr. Scheiße. Mach. Mein Gott, ey. Warum? Warum solche Zauberviecher? Ich muss kurz meine Tempoanzeige mal wieder aufhören. Oh. Ja, warum ausgerechnet der Zauber? Der ist einer der nervigsten von allen. Das kommt schon. Aber da kommt noch mehr. Da warte. Gibt's doch nicht, Mann. Hab ich doch nicht hier von so Viechern verarschen. Ganz ruhig. So, super. That wasn't pretty, but the win is a win. Raue Lektion. Exit Malik in den Tempomodus entfesselt er einen Tritttadel und einen Schlag, dessen Wucht von der Füllung der Anzeige abhängt. Da der Übergang in den Tempomodus während des Wirkens zur sofortigen Auslösung führt, ist dies vor allem hilfreich, wenn sich ein Feind während seines Wirkens nähert. Boah, mein Gott, wie viel FP. Ist das ein Traum? Ich kann nicht fassen, was ich gerade gesehen habe. Der Herausforderer hat schon wieder überlebt. Mitgliederwechsel. Ja, Pascal. Leute, die Schlacht geht weiter. Er hat unser Herausforderer noch Energie im Tank? Völlig egal, ich höre ihn nicht. In den besten Schlachten spielt Gnade keine Rolle. Hier kommt der Nächste in die Runde. Wir kommen in die nächste Runde. Kämpfen, 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 kämpfen! Jetzt glaub mal bloß nicht, dass wenn ich hier mal verliere, dass... Okay, maximal KP. Ich den ganzen hier nochmal mache, dann... Oh mein Gott, was? Wird halt alles auf niedrigeren Schwierigkeitsgrad nochmal gemacht. Oh Mann, warum? Ausgerechnet. Okay, das gibt mir jetzt schon. Oh Mann, er geht mir jetzt schon auf den Nerven. Ich weiß nicht, wie das noch nerviger werden kann. Aber irgendwie wird es nerviger, ne? Mann, warum ausgerechnet Lähmungsdinger? Ja, na, okay, da kommt das Schwierigere, glaube ich. Oder auch nicht. Ah. Ja, wenn ich hier irgendwann mal verliere, dann wird alles nochmal auf dem Video, dann Schwierigkeitsgrad gemacht. Sehe ich ja gar, mal gar nicht ein. Sehe ich einfach so blöd aus. Weiß auch nicht, ob ich jetzt gerade einen Fehler mache mit der Charaktereinteilung, aber naja. Das war ein bisschen zu früh. So, aber irgendwie muss ich der einsetzen. Kommt mal alle hier hin, immer. Sehr schön. Ah, oh, Victoria, Hallöchen. Na, okay, da bitte ich nervig. Warum hat die ihn hier an? Aber egal, warum hatte sie ein Bikini in Ruinen da an?
Komm, Stab gegen Speer, wer ist wohl stärker? Na super. Da soll man drauf gehen. Ja, ich komme nicht mal dazu, irgendwas zu machen. Was zum? Mein Gott, die einen Typen, die gehen mir richtig auf Nerven. Ich komme gar nicht dazu, irgendwas zu machen, Hallöchen. Hallo, ich komme gar nicht dazu, was zu machen. Oh Mann, warum? Da kommt die nächstbeste Victoria und mach mich fertig, ey. Oh Mann. Warte, ich bekomme Angeln, ey. Ja, oder würde ich sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns dann, wenn ich wieder an dieser Stelle bin, auf einer niedrigeren Schwierigkeit. Vielleicht auch mit einem anderen Charakter. Mal sehen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.